Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Taschenmesser-Video. Wie ihr dem Titel wahrscheinlich schon entnehmen könnt, ist das ein Arthur Bremmesser. Ja, produziert von Ed Mahoney. Und ich muss die Geschichte vorher erzählen, bevor ich über die Daten gehe. Oder erst die Daten. Okay, komm. Also 42R-konform. Ja, keine Daumenöffnung, keine Hilfe. Wir haben hier Nagelhaum, Linerlock, wir haben Binga-Griffholz, Schalen oder Probinga-Schalen, Imbusschrauben. Kommen wir auch gleich dazu, warum es so simpel gehalten ist. Also Probinga-Schalen, Deep Carry Pocket Clip, der ist nicht umsetzbar. 440C Stahl, der ist auf 58 bis 59 Rockwell gehärtet. Wir haben eine Gesamtlänge von 20,5 cm. 9 cm empfallen dabei auf die Klinge, entspricht also einem Griff von 11 cm. Ja. Klingenstärke ist 2,3 mm und das Messer wiegt mit diesen schönen, wirklich schönen Binga als Griffschalen 105 mm. Jetzt kommt's. Und zwar als allererstes das Messer. Mal runterdrehen. Das Messer wird nur in einer kleinen Serie erhältlich sein, das heißt 350 Stück. Ed Mahoney, ich sag mal so, hatte es ursprünglich genannt Indian Creek Folder oder so ähnlich. Ich sage euch auch, warum es dann zu einer Namensänderung kam. Ja. So, kommen wir zum Preis. €12,90. Ich sag auch gleich warum. 12,90 €. Jetzt kommt der Knaller. Die ersten drei, das geht jetzt auf meine Kappe. Die ersten drei, die sich dieses Messer bestellen. Oder vielmehr die ersten drei, die sich zwei Messer auf einmal davon bestellen. Zwei. Kriegen von mir, aus meinem Portemonnaie, ein drittes dazu geschenkt. Da gebe ich euch mein Wort drauf. Ja. Ed Mahoney weiß davon noch nichts, noch nichts. Aber ich sage zu ihm dann, kannst du vom Lohn abziehen. Alles klar? Okay. So. Jetzt kommen wir mal zu der Geschichte. Also, erstens mal, wie gesagt, er wollte es nennen Indian Creek Folder. Man sagt, nein, um Gottes Willen. Ja, wenn schon mein Messer, dann bitte schön auch meinen Namen. Ja, also, dass ich den Namen gebe. Und das wäre dann halt das Legal 42A oder Legal 42A Folder, 42A Messer. Deshalb, dass es 42A konform ist. Keine Öffnungshilfe, verriegelt zwar, Ende Gelände. Deep Carry Pocket Clip, Sahne. Ja. Hier ist übrigens ein leichter Hohlschliff, zweite Phase, eine Swatch, die ist aber Design. Ja. Hier ist das Ed Mahoney Logo. Leider ist auf diesem Messer kein Arthur Bremm Logo drauf. Das liegt dann daran, dass der Ed Mahoney die Nummer gestartet hat, ohne mein Wissen. Sollte eine Überraschung werden, und zwar zu Weihnachten. Dankeschön. Erzähle ganz kurz, wie es dazu kam, dass ich das Messer vor Weihnachten entdeckt habe. Also Ed Mahoney und ich sind... kommt ja doch noch die Sonne raus. Guck mal. Okay.
Also, Ed Mahoney und ich sind im Lagerhaus und kontrollieren die Bestände. Gucken, was wir als nächstes mit auf die Messe nehmen. Genussmesse in Siegburg. Genussmesse in Siegburg. Die wird jetzt schon zu Ende sein oder eine Woche zu Ende sein. Wir haben jetzt heute Donnerstag, den 21. etwa. Also wir sind im Lager und kontrollieren die Bestände und gucken, was wir mit auf die Messe nehmen. Und da sehe ich dann ganz hinten an der Wand ein paar Kartönchen. Steht drauf A, B. Und ich sage zu Ed Mahoney, sag mal, Eddie, was ist denn da in den Kartons drin mit dem AB? Ich sage, Initialen könnten ja von mir sein. Und dann guckt er mich so an und sagt, was ist los? Eigentlich sollte das eine Weihnachtsüberraschung werden für dich und so. Und ich sage, wie Überraschung werden für mich? Hast du mir ein Päckchen mit Messer zusammengepackt für mich? Naja, nicht so ganz. Wir waren damals unterwegs, hatten mal, das ist aber schon ein halbes Jahr her, hatten viel über Messer gequatscht, waren in Troisdorf im The Ash, Essen, The Ash, ASH, American Steakhouse, und sagte, ja, ich hätte jetzt mal Bock, ein neues Messer zu machen. Hast du eine Idee? Ich sag, 1000. Aha. Was denn? Erstmal 42A konform, B low budget, aber gut verarbeitet. Und ja. So, da hast du denn auch schon mal so irgendwie so ein Design im Kopf? Ich sag, ich habe 1000 Designs im Kopf. Dann hatten wir so eine Serviette da liegen und dann habe ich beim Ober nach einem Kuli gefragt. Da hat mir also den Kuli geliehen. Das Messer ist echt schon rattenscharf. Whatever. Da hat mir also den Kuli geliehen und fing an rumzukrakeln. Und dann kam das hierbei raus. Ja, so in den Umrissen. Ich schrieb auf die Serviette die Maße drauf. Länge, Swatch und Daumen. Ich hatte noch so eine andere Idee, aber egal. Wie gesagt, auf jeden Fall 42A konform. Holzgriffschalen, Deep Carry Pocket Clip, das ist mir wichtig. Leute sollen, wenn sie schon so ein Messer von mir kaufen würden, sollte das schon 42A konform sein. Wie gesagt, okay. Und dann kamen dann die Steaks und irgendwie verschwand die Serviette. Das habe ich nicht verstanden. Also hat der Ed Mahoney die eingesackt. Jetzt gucken wir hier übrigens. Schöner fließender Übergang. Sieht sehr organisch aus. Ja, also wie so ein schöner Bogen. Offene Konstruktion. Nichts ausgefüllt. Klingenstand ist okay, der Liner drückt schon sehr rüber, aber ist nicht schlimm. Das kann man nachjustieren und zwar mit ganz simplen Imbus. Ja, ich finde es schon mal komisch, ich hatte das Worker von QSP genannt, mein erste Arthur Brehm Messer. Und dabei stimmt das nicht. Das hier ist das erste Arthur Brehm Messer. Das war das erste Arthur Brehm Design, was jetzt tatsächlich in Serie gegangen ist. Kleinserie von 350 Stück. Erhältlich jetzt bei Ed Mahoney auf der Webseite für 12,90. Wie ich schon sagte, die ersten drei, die zwei bestellen, kriegen das dritte von mir persönlich bezahlt. Ja, naja, auf jeden Fall, er hatte sich diese Serviette geschnappt, hatte sich die schön in die Tasche gepackt und hat die am nächsten Tag abgescannt und zu seiner Mitarbeiterin in China geschickt, da die ja noch Produktionsläufe hatten,
Geilomat 3000. Waren die Bänder und so weiter, die Produktionsstraße noch nicht direkt frei. Dann haben sie den Prototypen gebaut, ihn zu Ed Mahoney geschickt. Ed Mahoney hat den abgesegnet, dann wurden die Maschinen eingestellt, die Produktionsstraße wurde so eingestellt. Das Ding wurde gebaut. Der Legal 42A Folder. Ja, das muss wohl jetzt vor geraumer Zeit angekommen sein. Und ich erzähle euch noch mal ganz kurz dazu, wie es zu diesen Materialien kam. Also Ed Mahoney fragt, was hättest du denn, wenn du schon Messer hättest, hättest du gern den und den Stahl und teure Stahl und teure Klamotten und diese. Sag nein. Das erste Messer, was ich gerne rausbringen würde, wäre, die meisten wissen, ich bin so ein Verfechter von Low Budget, aber es muss gut sein. Ja, sagt er, was denn? Ich sag, 440C Stahl, ein anständiges Holz, das nicht schrumpft, ja. Muss nicht unbedingt stabilisiert sein, aber es darf auch nicht sonderlich schrumpfen. Wir wissen, viele Holzsorten schrumpfen mit der Zeit. Bei Bobinga ist das nicht so der Fall. Also 440C, schönes Holz, Deep Carry Pocket Clip, 42A konform. Und sagt er, was ist Kugellager? Sagt nein. Messing oder Phosphorpons, Bushings, wie es die manchen sagen. Sag nein. Warum nicht? Ich sag erstens, Nylon, Washer, die laufen nicht an, also wie Grünspan praktisch. Ja? Und du kannst, wenn die mal runtergerockt sind, was eigentlich kaum passieren kann, ich erkläre auch gleich warum, kannst du das Ersatzteil aus dem Baumarkt holen. Ja? Und deshalb nicht runtergerockt, weil bei einem Messer mit Daumenöffnung oder was auch immer, ist immer so die Gefahr, dass man damit rumspielt. Ist bei dem Messer aber nicht. Es ist ein Werkzeug. Also das ist es ausgelegt. Ein EDC-Werkzeug. Vielleicht auch als Gentleman's Folder. Könnte man so sagen. Deep Carry Pocket Clip, ich zeige mal ganz kurz, wie weit der geht. Na, ist natürlich jetzt ein bisschen schlecht, da ich kein Papier dabei habe, aber ihr seht es hier. Ja, der macht eigentlich so keine Angst, der Folder. 12,90 € ist, sag mal, ein schöner Preis. Ja, bei 440C kannst du nichts verkehrt machen. Bubinga Holz, Deep Carry Pocket Clip, offene Konstruktion. Das Ding kannst du sauber machen, da kommt nichts dran. Ed Mahoney gibt ja auch eine Garantie da drauf. Und ich denke, das wäre das Richtige für die Leute, die gerne einen ordentlichen Arbeiter haben. Ja, und nicht allzu viel Geld ausgeben möchten. Vor allen Dingen jetzt kurz vor Weihnachten. Doch jeder sein Geld für die Geschenke an die Familie. Ja. Ja, die Klinge kommt nicht an die Standoffs, wollte ich nochmal erwähnt haben und gezeigt haben. Wie gesagt, der Liner ist stramm, der drückt die Klinge ein bisschen nach innen, aber nicht allzu weit. Ja, wie gesagt, das kann man nachjustieren. Ich habe den Folder jetzt relativ zart eingestellt, dass er sich auch mit kalten, klammen Fingern öffnen lässt und schließen lässt. Ja, und trotzdem kommt er nicht an den Liner dran. Das ist okay. Griffschalen sind schön und ordentlich verarbeitet. Hier ist nichts gebrochen, nichts gerissen und so weiter. Da muss ich was zu sagen, da komme ich jetzt gleich drauf. Sollte jemand dieses Messer kaufen, was ich hoffe, was ist ja von mir, sollte das jemand kaufen, dann, und da ist irgendwas dran, irgendwas nicht hundertprozentig in Ordnung, wir nennen das bei Ed Mahoney Schmunzelfehler. Einfach melden. Das gilt übrigens für jedes Messer, egal was ihr da kauft. Sollte irgendwo was dran sein, kurze Mail oder was auch immer, bei uns melden und Fehler beschreiben. Ed Mahoney schickt kostenlos ein neues Stück zurück.
falls was dran ist. Was ich aber nicht glaube, weil ich hatte mir aus der Charge ein paar Modelle angeguckt, die waren alle top. Dennoch ist es ja nie auszuschließen, dass in so einem, dass es mal Probleme gibt. Das habe ich auch schon bei wesentlich teureren Messern gehabt. Ja. Ja, so eine Top-Werksschärfe. Das Papier habe ich natürlich jetzt nicht in der Tasche. Naja, also das erste wirklich in Produktion gegangene Atroprem Taschenmesser, 42R konform, Low Budget 12,90 ist da. Ihr könnt es euch jetzt bestellen bei Ed Mahoney. Link packe ich in die Beschreibung. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und Ed Mahoney, du kleiner Gangster, dass du das gemacht hast, um mich damit zu überraschen. So ein Schelm. So, danke fürs Zuschauen. Und wie immer gilt. Tschüss, Madiot, schwenkt der Hut. Tschüss, ab und schwenkt die Kappe. So ein Schelm. Kleiner Nachtrag. Wer sich das gekauft hat, schreibt doch mal in die Kommentare nach ein paar Tagen Tragens, wie es euch gefällt, wie die Verarbeitung ist und so weiter. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Auf den Karton steht zwar wahrscheinlich noch der falsche Name. Ja? Das Messer kommt ganz ohne Schnickschnack und Schnuck daher, so wie auch dieses Video. Ist ja eh schon viel zu lang. Ja? Also, schreibt mir mal in die Kommentare, falls ihr es euch gekauft habt, wie es euch gefällt. Sagt danke fürs Zuschauen und jetzt bin ich aber raus. Ciao!